Ich komme aus Estland und ich bin heute hier, um auf Dorothees Show zu laufen. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin jetzt fast 25 und wurde vor etwa 10 Jahren entdeckt. Vor 2 Jahren erhielt ich dann das Angebot, nach New York zu gehen. Es hat einfach alles geklappt und jetzt bin ich hier. Ich liebe, liebe, liebe Berlin. Es ist eine so schöne Stadt, es ist so lebendig, alles passiert hier, die Leute sind nett. Ich würde nicht zwingend jedes Magazin oder jede Kampagne machen. Ich denke eher Stück für Stück. Es ist wichtiger, exklusiv zu bleiben. Ich bin sehr glücklich, mit Dorothee arbeiten zu können. Ich habe sie vorher schon getroffen. Sie ist eine sehr liebenswerte Frau. Sehr smart, intelligent, schön. Ich arbeite gerne mit Menschen, die für Frauen designen. Es gibt auch Mode, die kein Mensch tragen kann. Sie dagegen macht wirklich schöne, tragbare Kleidung. Also wenn ich die Kollektion jetzt in 2 Worte fassen sollte, dann ist es Limitless Identity. Und darum geht es ja, also Identität und einfach Wurzeln haben und zu wissen, wer man ist und was man möchte. Und dann halt Limitless. Einfach die Gedanken freilassen. Und ich glaube, aus den beiden Polen entsteht was ganz Spannendes. Und aus diesen Gefühlen, aus den Gedanken ist unsere Kollektion entstanden. Und die Models sind dann der I-Punkt. Also wenn ich dann Mädchen habe, die diese positive Energie haben, die einfach klug sind, die von innen selbstbewusst rausstrahlen, so wie meine Kundin, dann erst kann mein Kleid auch schön werden. Und wenn es sich gut anfühlt, dann hat sie auch diese Magic. Wir sind nun mal Frauen, wir regieren die Welt. Dieses Identity mit ihren 2 verschiedenen Augenfarben, also sie haben mal so viel Persönlichkeit, das ist natürlich ganz selten, dass man das halt eben mitgeben kann. Und sie spielt wirklich damit.